Ja, Freunde des Fußballs, heute mal wieder ein neuer Fußball-Talk des FC Mecklenburg. Heute mit keinem Unbekannten, unseren langjährigen Präsidenten Reinhard Henning. Und wir wollen mal ein bisschen schnattern. Reinhard, erzähl uns doch einfach mal, wie du zum Fußball gekommen bist. Ja, wie kommt man zum Fußball? Natürlich immer über seinen Vater. Der Vater war der Impulsgeber, mit dem habe ich praktisch zu Anfang mit irgendeiner Pille gespielt. Und letztendlich an irgendeinem Weihnachtstag mal, wo ich schon ein bisschen zur Schule ging, da habe ich dann einen ersten Lederball bekommen und mit dem Lederball ging es dann bergauf. Ich habe zuerst in so einer Schülermannschaft in Alt-Javel gespielt und ein paar Jahre später hat es dann schon so weit gereicht, dass ich dann bei Motor Lübten Fußball gespielt habe und da hat es dann auch richtig gut funktioniert und von dieser Zeit an bin ich eigentlich schon immer mit dem Fußball verbunden. Und was macht für dich so ein richtig gutes Fußballspiel aus? Welche Spielweise lag dir oder was denkst du, was ist so auch heute so das richtige, die richtige Spielweise? Ich war immer in solchen Mannschaften, wo eigentlich das Mannschaftsgefüge und der Teamgeist entscheidend waren für den Erfolg. Deshalb liegt mir dieser Zusammenhalt der 11 Spieler oder noch ein paar mehr, die insgesamt zur Mannschaft gehören, das liegt mir sehr am Herzen und da bin ich auch der Verfechter, der praktisch über diese geschlossene Mannschaftsleistung, dass daraus auch der Erfolg wächst. Ja, das sehen wir auch so. Es geht halt nur, wenn man halt zusammen Fußball spielt und nicht, wenn einer alleine der Meinung ist, ja. Der Star zu sein. Ne? Die Mannschaft ist der Star. Ne? Ja. Ja, du warst nun viele Jahre Präsident, schon bei Eintracht Schwerin und seit 2013 auch der Präsident des FC Mecklenburg Schwerin. Nun hast du aber entschieden, dass du ab dem 1. Mai 2020 nicht mehr als Präsident antrittst. Du lässt die Geschäftsführung und Vertretung des Vereins seit dem 1. Dezember schon ruhen. Stehst der Vorstand aber mit Rat und Tat zur Seite. Ist dir dieser Schritt schwer gefallen? Ja, also mit diesem Gedanken trage ich mich schon eine ganze Weile rum, weil einfach irgendwo mal auch der Körper ein bisschen ausgebrannt ist. Und dieser Schritt, der ist mir wirklich sehr, sehr schwer gefallen. Und ich habe mir das nicht leicht gemacht, aber irgendwo muss man mal einen Schlussstrich ziehen. Und so wie du das jetzt auch gesagt hast, so will ich diesen Übergang auch jetzt bewerkstelligen. Und ich gehe schon davon aus, dass wir da auch eine gute Übergangsphase hinbekommen. Ja, und wenn du so auf deine Amtszeit so zurückblickst, was waren deine drei größten Erfolge? Ja, meine größten Erfolge waren natürlich sportlich gesehen damit verbunden, die Aufstiege, die wir gehabt haben, wobei Erfolge sind nicht immer auf eine Person zurückzuführen, sondern dort sind Spieler, Trainer, Betreuer, der gesamte Verein sind entscheidend, aber letztendlich sind solche sportlichen Erfolge wie Aufstieg in die Oberliga oder die Aufstiege in die Regionalliga der Nachwuchsmannschaften, das waren schon gewaltige Höhepunkte für mich und daran denke ich natürlich auch immer wieder zurück. Und es kommt ein besonderer Punkt dazu. Ich war, seitdem ich Präsident bei dem Fußballverein bin, also Eintracht und FC Mecklenburg-Schwerin, ging es mir immer darum, auch für den Verein eine Heimstätte zu finden. Und in den letzten Jahren ist es dank der Unterstützung durch die Stadt und auch bei uns im Verein, ist es mir gelungen, diese Heimstätte praktisch zu realisieren. Und ich freue mich natürlich sehr, dass das jetzt den Stand erreicht hat, den wir uns immer gewünscht haben. Und wir können jetzt hier in unserem eigenen Stadion dort unseren Sport machen und unser Fußballspiel gucken und heute Abend zum Beispiel
auch dieses Flutlichtspiel gegen Bützow. Das sind schon Dinge, wo ich eigentlich stolz bin, dass ich das mit hinbekommen habe. Das freut uns alle. Sind wir auch sehr, sehr dankbar, dass das alles so geklappt hat. Man braucht sich hier nur im Sportverlanke umschauen. Man erkennt überall deine Handschrift. Ja, ja, nun hast du gesagt, du wirst dich ja trotzdem weiterhin für den FC Mecklenburg einsetzen. Was gefällt dir denn so an diesem Verein und was denkst du, wo liegen so seine Stärken? Ja, also einsetzen möchte ich mich auf jeden Fall für den Verein. Allerdings nehme ich mich in Hinsicht der Verantwortung erheblich zurück. Das möchte ich jetzt nicht mehr, kann das auch nicht mehr so. Aber was wichtig ist natürlich für den Verein, ist die Nachwuchsarbeit, die wir über Jahre praktisch in einem sehr, sehr hohen Niveau gemacht haben. Wir sind anerkannter Landesleistungsstützpunkt in Görries, betreiben dort ganz, ganz tolle Sportstätten, haben die entsprechenden Trainer. Das macht also praktisch unseren Verein aus. Und was ganz wichtig ist, dass wir mit den jungen Spielern immer wieder die Basis dafür sehen, die Herrenmannschaft weiterhin zu verstärken, weiterhin zu stabilisieren. Und dass das praktisch wirklich ein Ergebnis ist, Nachwuchs und Herrensport also Hand in Hand und letztendlich daraus dann eben halt auch für die Region eine Mannschaft zu formen, die immer aus der Region entstanden ist und damit auch für viele ein Stückchen Ansehen ist, was wir wirklich in der Region auch leisten können. Ja, Reinhard, dann bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank für alles, was du für diesen Verein getan hast. Wir freuen uns, dich hier jedes Mal dann auch weiterhin zu sehen. Und ja, ein bisschen fehlen mir auch gerade ein bisschen die Worte. Aber ja, bist ein toller Typ, bist der FC Mecklenburg durch und durch. Und ja, wir freuen uns, dich trotzdem hier weiterhin begrüßen zu dürfen. Dass du zum Flutlichtspiel der ersten Herren ist oder halt im Nachwuchs, wenn vielleicht auch mal die U19 wieder in der Regionalliga spielt. Und ja, vielen, vielen Dank für alles, Reinhard. Ja. Und ihr schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Fußball-Talk des FC Mecklenburg-Schwerin.